Hallo, willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. Ich bin Experte für leichtes und schnelles Lernen und möchte Ihnen in diesem Video den geprüften Personalfachkaufmann, die geprüfte Personalfachkauffrau näher bringen, den Rahmenplan. Sie sehen in 12 Tagen, das ist ein Lernsystem, das ich entwickelt habe. Wenn Sie das interessiert, schauen Sie unter www.spaßlerndenk.de. Dort finden Sie die Seminartermine. Und wir schauen uns jetzt die Struktur an, Organisation der Personalarbeit, Personalplanung, Personalmarketing, Personalcontrolling, Arbeits- und Sozialrecht, Personal- und Organisationsentwicklung und das Fachgespräch. Wobei es im Rahmenplan etwas anders formuliert ist. Dort heißt es Handlungsbereich Personalarbeit organisieren und durchführen. Ich erlaube mir mal, das Organisation der Personalarbeit zu nennen. Und jetzt schauen wir mal, was sich dahinter verbirgt. Da sind erstmal die Organisationsformen, das heißt die Aufbauorganisation, die Stellen und Abteilungen und die Ablauforganisation. Das verbirgt sich hinter Organisationsformen. Auch Outsourcing ist ein Thema hier. Dann geht es um Kundenorientierung, also sich kundenorientiert zu organisieren, Organisation der Personalarbeit, kundenorientiert. So funktioniert Wirtschaft heute. So ist man erfolgreich, wenn man kundenorientiert vorgeht. Dann Prozesse. Prozesse gestalten heißt es hier, handlungsorientiert. Prozesse gestalten bedeutet Prozessorientierung, also Ablauforganisation, Prozesse so gestalten, dass der Kunde schneller sein Produkt bekommt. Dann Projekte, Projekt, ich nenne das mal Projektmanagement, obwohl es im Rahmenplan auch heißt Projekte gestalten und durchführen. Projektmanagement, denke ich, kann man sich besser merken. Dann geht es um IT, also Informationstechnik. Wie kann man Informationstechnik einsetzen, um Personalarbeit besser zu gestalten? Einsatzmöglichkeiten. Dann Gespräche führen, heißt der nächste Punkt. Menschenführung hat ja sehr viel mit Gesprächen zu tun. Beratungsgespräche, sowohl intern wie extern. Konfliktmanagement ist hier ein Unterpunkt zum Beispiel. Wie geht man mit Kundenreklamationen um? Aber auch intern, wie spricht man mit den Mitarbeitern? Aktives Zuhören, diese Punkte. Dann Präsentation und Moderation. Ich nenne das mal kurz Präsentationstechniken. Denn im Rahmen des Fachgespräches hier muss ja die Personalfachkauffrau ein Thema präsentieren. Darüber sprechen wir noch. Präsentationstechniken und Arbeitstechniken und Zeitmanagement. Ich schreibe mal kurz Zeitmanagement. Ja, wie organisiert man seine Zeit? Welche Techniken gibt es, um Zeit zu organisieren? So, das ist dieser Punkt Organisation der Personalarbeit. Im nächsten Video geht es weiter. Wenn Sie einen Lehrgang interessiert, Personalfachkauffrau ist eigentlich seit vielen, vielen Jahren ein Abschluss für jemanden, der im Personalbereich weiterkommen möchte, schauen Sie auf spaßlerndenk.de. Das ist meine Seite, Deutschland Schnelllernspezialist. Und hier finden Sie Personalfachkaufmann. Und Sie sehen hier in 12 Tagen, hier sind die Seminartermine. Vielen Dank, mein Name ist Marius Ebert. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.